Ja, hi, schön, dass ihr auf der Webseite hier seid und schön, dass ihr auch auf den Link geklickt habt, dass das Video starten soll. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie einfach und leicht man bei Empower E-Mail-Adressen einsammeln kann. Ja, also es ist eine Kann-Funktion, denn normalerweise kann man es nicht. Empower sagt ganz klar, wir möchten nicht, dass hier irgendwelche HTML-Codes eingebunden werden. Wir möchten nicht, dass irgendwelche iframe-Codes eingebunden werden. Das ist soweit alles in Ordnung und das ist auch gut so. Aber ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben und habe eine Software entwickeln lassen, die das Ganze eben aushebelt. Und zwar eine Software, womit ich einen Videocode generieren kann, wo im Video direkt nach den Daten des Kunden gefragt wird. Wir sind die ganze Zeit dabei, jetzt Videos zu erstellen, damit das Ganze eben eingedeutscht wird, weil ihr seht schon, hier sind tausende von Einstellmöglichkeiten drin. Aber die brauchen wir gar nicht alle. Wir unterscheiden ganz einfach unter Video-Settings und unter Events. Ein Event ist immer etwas, was ich einbinden möchte in ein Video, und ein Video-Setting sagt der Name schon, damit stelle ich ein, was ich in dem Video machen möchte. Ja, das heißt also, im ersten Step gehe ich eigentlich hin und suche mir mal ein passendes Video. Das ist denkbar einfach. Ich habe jetzt hier dieses Video Geld verdienen im Internet, gehe hier oben hin, hole mir diesen Code, also diese Adresse des Videos. Wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich hierhin zurück und gebe das Ganze ein. Ihr seht schon, der Link wird gekürzt nur auf dieses Ende, ja, denn das ist eigentlich das, die Adresse, wo der Film liegt. Dann kann ich hier noch Einstellungen machen, wie das mit dem Video ist. Ich kann bestimmen, ob das hier unten gelb ist. Ich persönlich stehe mehr auf Classic Neon. Das heißt also, das Ganze ist so ein bisschen grün und es leuchtet auch so ein bisschen, wenn ich drüber gehe. Diesen Balken hier, den lasse ich persönlich immer drin, weil ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon erkennen könnt, aber hier drunter ist das YouTube-Logo, wo die Leute draufklicken könnten, wenn man Videos in Webseiten einbindet, und dann sind die Leute weg. Ja, aber nicht nur, dass man das bei Empower auch machen kann, man kann mit diesem Player ein wenig mehr machen. Da werden wir in den nächsten Videos auf jeden Fall noch drauf eingehen. Was man hier auf jeden Fall machen kann, ist, man könnte zum Beispiel das Video als Dreh- und Angelpunkt nehmen für eine ganze Webseite. Das heißt, man macht ein Bild drüber, lässt dieses Video unten drin laufen. Man kann dann eben auch noch bestimmen, dass das Ganze eben, dass dieser Videoplayer verschwindet. Ja, das kann ich also einstellen, dass der Videoplayer verschwindet, dass man ihn gar nicht sieht. Ja, das kann ich also alles einstellen. Alles, was man hier so bastelt, passiert eigentlich immer direkt automatisch. Ja, das heißt also, es geht also komplett automatisch. Wenn ich hier sage Automatik, dann sind die Sachen hier drin. Wenn ich den Film laufen lasse, dann verschwindet dieses Ding. Und wenn ich jetzt wieder auf YouTube klicken möchte, dann ist er wieder da. Ja, das heißt also, ich habe eigentlich keine Chance, dass ich auf YouTube klicken kann. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde, dann würde er mir nur sagen, okay, ich kann das in einer anderen Qualität sehen oder ich kann in den Vollbildmodus wechseln. Aber ich habe keine Chance, aufs YouTube-Logo zu klicken, und damit verlässt der Kunde eure Seite nicht. Dann kann ich noch bestimmen, ob das Ganze einen Rand hat. Ja, das ist jetzt für Empower unwichtig, weil wir haben nur eine bestimmte Größe zur Verfügung. Wir können auch sagen, dass wir einen Schatten unter dem Video haben möchten. Dann wird das direkt so dargestellt. Das ist total wichtig, wenn ihr mal ein eigenes Squeeze-Page bauen wollt. Dann habt ihr eben hier tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr das alles direkt grafisch ein bisschen verändern könnt. Ich persönlich finde das absolut gigantisch, weil ihr kann wirklich ein Laie arbeiten. Auch die Größe des Videos könnt ihr natürlich verändern, so wie es euch eben passt. Ja, ich habe es jetzt eben auf dieser Einstellung 640x360. Das wird am besten angezeigt im Empower-Blog. Okay, dann kann ich eben noch sagen, ich möchte, dass ich hier noch Render drumherum mache. Ich lasse das alles so, wie das ist in den Grundeinstellungen, weil mehr brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich habe also ein Video, ja, das ist das Erste, was ich hier machen möchte. Ich kann auch sagen, dass ich den Leuten erlaube, wenn sie einfach auf das Video draufklicken, das heißt also, wenn das Video läuft, dass man, ohne dass man hier unten auf diesen Player klicken muss, dass ich einfach hier so mitten in das Video so reinklicken muss und das Video hält sofort an. Das kann ich erlauben, muss ich aber nicht erlauben. Dann geht es weiter. Ich kann eben sagen, dass ich hier Bilder einfügen möchte, dass wenn das Video zu Ende ist, dass es kein schwarzer Hintergrund ist. Ich kann hier also Bilder einfügen. Eigentlich ziemlich selbstredend. Für Leute, die jetzt wirklich unterwegs sind und die sagen, oh, ich möchte auch so gerne, dass man das mit Facebook teilen kann, ich möchte, dass das Ganze mobilfähig wird. All das könnt ihr einstellen, und darüber hinaus haben wir es auch noch so gemacht, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte gerne, dass das hier oben ist, dann könnt ihr das einfach per Drag and Down hier euer Menü hier selber einstellen, ohne dass ihr wirklich großartig programmieren könnt. Es ist einfach so gemacht, dass es jeder machen kann.
Dann können wir das Ganze noch trimmern. Das heißt, wir können genau sagen, wann das Video startet bei YouTube, wann es endet. Das heißt, unabhängig davon, wie lange das Video ist, kann ich auch sagen, obwohl das Video, ich sag mal, eine Stunde geht, kann ich einfach sagen, das erste Feld sind Stunden, Minuten und Sekunden. Ja, also Hour, Minutes, Seconds. Dann kann ich hier das Ganze auch noch ein bisschen weiter formulieren, aber jetzt kommen wir eben mal hier zum Thema Facebook. Facebook ist natürlich eine Sache, die total interessant ist. Deswegen möchte ich euch gerne hier mit auf die Reise nehmen und euch einfach mal zeigen, wie einfach man das Ganze eben darstellen kann, wenn man zum Beispiel seine Seite ein wenig pushen möchte. Das ist jetzt hier nicht meine Seite, so, sondern das hier ist meine Seite. Die möchte ich jetzt gerne pushen. Das heißt, ich gehe hin, kopiere mir diesen Link, mehr muss ich gar nicht tun. Dann gehe ich hier hin und gebe diese Facebook-URL hier ein, sage anstatt keine Kommentare, meinetwegen, ich möchte 30 Kommentare sehen unter dem Video, ich möchte, dass der Like-Button da ist, ich möchte, dass das alles angekreuzt ist und ich sage einfach, das soll das Schema sein von, also das Schema sein, was eben Facebook für mich bereitstellt. Wenn ich jetzt hier auf Live gehe, dann sehe ich schon, was passiert. Das heißt, hier oben sieht man jetzt schon, dass das 1.364 Leuten meine Seite gefällt und hier drunter kann ich jetzt einen Kommentar abgeben, ohne dass ich irgendeine Sache programmieren musste. Ich kann das mit jeder Seite machen, die bei Facebook veröffentlicht wurde. Kommen wir aber zum Eingemachten. Ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben, dass es geht. Wir kennen das alle, wenn man jetzt bei Empower in den Blog ein Video einbindet oder eine Eintragungsformular einbinden möchte, dann geht das nicht. Deswegen haben wir hier diesen Knopf Events gemacht und dann gehe ich einfach hier auf Opt-ins. Und bei Opt-in gehe ich in dem Falle hin und sage, ich möchte GetResponse wählen. GetResponse ist meine ganz klare Empfehlung für diese Geschichte hier. Da kann ich einfach sagen, das ist gigantisch, weil es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Hier oben kann ich noch sagen, das ganze Video soll hinter diesem Eintragungsformular transparent sein. Es kann weiß sein, es kann schwarz sein, es kann auch rot sein. Ich persönlich mag das gerne, wenn das transparent ist, damit ich einen Kontrast habe zu meinen Neonfarben. Dann gebe ich der ganzen Geschichte hier einen Namen und sage in dem Fall meinetwegen Empower Test. Also ich nenne das Ganze hier Empower Test, dann suche ich mir mein Webinar-Formular raus. Ich benutze ja GetResponse und dann brauche ich eigentlich nur noch diese Nummer hier kopieren. Und zwar nur dieser kleine Schnipsel hier sagt eigentlich schon aus, wo die Reise hingeht. Wenn ich das gemacht habe, gebe ich meine Webinar, also meine Eintragungs-ID hier ein. Dann kann ich hier auch wieder sagen, möchte ich das, wo soll das geöffnet werden? Ich sage jetzt einfach, soll im neuen Fenster geöffnet werden. Und dann sage ich jetzt hier in dem Falle Vorname. Ja? Ich möchte also den Vornamen haben. Ja? Ich kann natürlich auch sagen Telefonnummer. Ja? Ich bin auch gefragt, man kann man Telefonnummern einsammeln? Klar kann man Telefonnummern einsammeln, indem man einfach dieses Feld hier ein bisschen missbraucht. Ich kann ja da reinschreiben, was ich möchte. Ich möchte da gerne den Vornamen haben. Alles, was ich hier mache, kann ich hier unten live direkt beobachten. Ja? Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Und hier sage ich dann einfach E-Mail-Adresse. So, dann sage ich Vorname, E-Mail-Adresse. Das ist das Erste, was ich habe. Wenn ich das jetzt so lasse, dann ist das Ganze transparent. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte, dass das Ganze einen Hintergrund bekommt und dass das Ganze eben nicht mehr durchsichtig ist. Dann sieht das Ganze so aus. Ja? Muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich fand das fand das klasse, wenn das transparent ist, aber ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass man hier so einen Blauton nimmt. Ich mag so ein bisschen alles, was blau ist und hier kann ich das eben ganz, ganz fein einstellen. Okay, wenn ich das nicht möchte, sage ich einfach Clear und dann ist das Ganze wieder transparent. Ja, also wenn ich die Farbe nicht finde, die mir da besonders gut gefällt, dann gehe ich einfach hier auf Clear. Nachdem ich das gemacht habe, geht es hier weiter. Ich brauche eine Headline, also was genau soll hier passieren? Ja, hier müssen wir noch eben E-Mail-Adresse reinschreiben. So, die Headline ist eben jetzt Infos anfordern. Also eine klare Handlungsaufforderung, aber das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. Und das Script Now, das kennt ja auch kein Mensch. Ich mache das ja in Deutschland und dann sage ich einfach jetzt anmelden. So, meinetwegen noch mit Ausrufungszeichen oder einfach so stehen lassen. Alles, was ich hier oben mache, ist eben unten drin. Wenn ich jetzt sage, add a new opt-in event, dann klicke ich hier einmal drauf.
das Ganze lädt. Und das Nächste, was er mir jetzt zeigt, er zeigt mir jetzt erstmal, wo wird mein Eintragungsformular denn erscheinen. Es erscheint hier oben. Ich kann es aber hier im Bild, kann ich es verschieben. Ich kann dann sagen, es soll oben sein, es soll unten sein. Ich möchte es gerne da oben haben. Und ich möchte, dass das Ganze, na, was sagen wir, nach 30 Sekunden startet. Das habe ich 30 Minuten gemacht, also mache ich das wieder frei und sage, nach 30 Sekunden soll das Ganze eingeblendet werden. Und das Video ist, glaube ich, 1 Minute und 40 Sekunden. Es soll natürlich bis zum Schluss stehen bleiben. Dann kann ich noch sagen, das Ganze soll ein bisschen transparent sein, sodass es ein bisschen durchschimmert. Seht ihr das hier oben? Wenn ich es so mache, dann ist es wirklich, dann überdeckt es das. Und wenn ich es ein bisschen so mache, dann schimmert das ganze Video dahinter noch ein bisschen durch. Finde ich persönlich jetzt total gigantisch. Ich finde das jetzt so klasse. Und dann sage ich einfach, generiere mir mal diesen Videocode. Wenn ich mir das Ganze jetzt in der Live-Vorschau anschaue, dann sieht mein Video jetzt im Moment so aus. Ich habe hier oben eben den Hinweis, dass man das liken könnte. Ich habe es natürlich schon geliked. Ja? Also hier steht ja auch du und Jans-Joachim Embacher und 1364 andere Personen mögen diese Seite. Hier unten kann ich meinen Kommentar eingeben. Und wenn ich das Video jetzt starte, dann sollte nach 30 Sekunden ein Eintragungsformular in dem Video erscheinen. Ich gucke das mal eben an. Damit ihr wisst, wann die 30 Sekunden rum sind, werde ich einfach hier den Zeiger lassen. Also das heißt, ich gehe einfach hin und mache den Zeiger hier so drüber und dann sehe ich eben, wann die 30 Sekunden rum sind. So, jetzt wird es langsam interessant, also in knapp 5 Sekunden sollte das jetzt eben erscheinen. Und seht ihr, hier oben ist es jetzt, ja? Jetzt Infos anfordern, Vorname, E-Mail-Adresse jetzt anmelden und es funktioniert hervorragend. Ich halte das Video jetzt an der Stelle an. Es bleibt natürlich so stehen. Ja? Derjenige könnte sich jetzt auf meiner Seite eintragen und diesen Code, den ich hier unten ausgeworfen bekomme, den kann ich jetzt überall einbinden. Also wirklich überall einbinden. Das ist vollkommen egal, wo ich das einbinde. Ich habe hier überhaupt gar nichts, wo ich drüber nachdenken muss. Das heißt, ich nehme einfach, das klicke da einmal rein, dann ist alles markiert. Dann nehme ich die STRG-Taste und die C-Taste für Copy oder aber rechte Maustaste kopieren. Das muss jeder für sich selber wissen. Der eine macht es lieber so rum, der andere macht es eben anders. Jetzt gehe ich eben kurz in meinen Empower-Blog, um auch den Empower-Leuten zu zeigen, dass dieser Code, obwohl ich jetzt Facebook und alles damit eingebunden habe, trotzdem sollte das Ganze hier funktionieren und man sollte trotzdem etwas sehen können. Hier ist ja ziemlich einfach, wir kennen das ja ganz, hier sind meine ganzen Testvideos, ich bin natürlich am Testen wie ein Weltmeister. Das heißt, ich gehe hier eben hin und sage, ich möchte ein Video eingeben. Dann sage ich eben meinetwegen Test. Aber machen Sie mal eben hier unten, machen wir mal eben aus. So. Dann sage ich eben Test. Video, damit ich das nachher auch wiederfinde. Hier sage ich Add Video. Dann möchte er von mir den Embed-Code haben. Ich gebe den eben hier rein mit allem Furz- und Feuerstein, was drin ist. Und dann sehe ich jetzt hier schon die Vorschau. Das sollte eigentlich gleich verschwinden. Und dann sage ich hier einfach noch Hallo, das ist der Test vom neuen Social Media Video Player. So, dann geht das ja weiter bei Empower. Man muss jetzt hier hingehen und muss eben sagen, ob das öffentlich sein soll. Klar soll das öffentlich sein. Ich nehme mir jetzt hier einen Blog. Den Blog nenne ich mal Video erstellen. Und dann sage ich einfach mal Testvideo. Social Media Video Player. So. Hier unten machen wir das Ganze auch nochmal Social, Media, Video, Player, ein bisschen SEO. Hier unten steht es schon drin und dann sage ich einfach mal, die Kategorie müssen wir noch wählen. Ja, ohne Video geht es gar nicht. Ich sage einfach mal Video einbinden und nenne das, tue das in diese beiden Kategorien rein, wenn ich keine neue anlegen will. Dann sage ich einfach mal hier Publish, gucken, was er macht. So, hier ist das Testvideo. Ja, er hat jetzt das ganze Facebook-Gedöns weggemacht. Hier unten läuft es jetzt noch.
Das könnten wir eigentlich mal deleten. Weil da hatte ich das getestet, ob das auch direkt startet. Das hat also auch funktioniert. Hervorragend. Okay, dann gehe ich mir mal meinen Blog angucken. Wie sieht das Ganze denn jetzt im Blog aus? Das heißt, ich gehe eben auf diesen Bearbeitungsbutton. Jetzt bin ich hier natürlich im falschen Blog drin. Ich habe das ja woanders eingebunden. So, dann habe ich hier oben mein Pluszeichen. Da klicke ich einmal drauf. Dann geht ja hier alles auf. Und dann suche ich mir den Video-Erstellen-Blog. Da ist er. So, dann habe ich jetzt hier das Ding Testvideo, ja. Hier sieht man jetzt einfach, ist ziemlich langweilig, einfach nur ein schwarzer Fleck mit einem Stach, weil ich habe ja noch kein Bild eingebunden. Ich hätte ja ein Bild einbinden können, wo die Leute eben animiert werden. Jetzt ist das Video geladen, jetzt sieht man eben hier so 50 Dollarscheine. Hier unten läuft das Ding schon wieder, ich muss das gleich mal echt löschen. Und dann gehe ich einfach hin und klicke jetzt einfach mal hier drauf, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert hat. Also, das heißt, ich klicke drauf und nach 30 Sekunden sollte es ja wieder starten hier. Wenn ihr die Uhr sehen könnt, da läuft sie. So, 25 Sekunden, es wird wieder interessant. So, da ist mein Eintragungsformular. Das Video läuft im Hintergrund weiter. Ich kann es jetzt anhalten, ich kann es aber auch laufen lassen und sag einfach mal, ich mache mal eben die Musik aus. Ich kann es jetzt natürlich, kann ich jetzt mich hier auch hier eintragen und sag einfach mal Testhase 3, weil ich bin ja die ganze Zeit, und das ist auch kein T-Hase, sondern Testhase, so, Testhase 3. Und dann nehme ich einfach mal die Testhasen-Adresse at coach4web.de. Das ist meine E-Mail-Adresse, dann klicke ich einfach mal hier drauf. Und ihr seht, ich habe mich aus dem Empower-Blog eingetragen. Hier steht es, Sie sind fast fertig, überprüfen Sie bitte Ihr E-Mail-Postfach. Okay, dann tun wir das mal. Überprüfen wir mal mein E-Mail-Postfach. Gucken wir mal, was hier so vonstatten geht, und hier oben haben wir schon mal Confirm. Jetzt habe ich aus Hallo Testhase 3, bitte bestätigen Sie Ihr Abonnement, machen wir auch. Und tada, es hat funktioniert. Der Testhase 3 ist jetzt angemeldet und damit ist dann eindrucksvoll belegt, dass man mit der ganzen Geschichte hier eben arbeiten kann. Ich persönlich kann nur sagen, es ist absolut einfach, weil einfach, einfach, einfach ist. Okay. Ich wünsche euch einen stressfreien Tag und hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat, denn ich glaube einfach mal, einfacher kann man einfach nicht arbeiten. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz stressfreien Tag, und ihr wisst jetzt, dass es eine Möglichkeit gibt. Wenn ihr auf meine Seite kommt, dann könnt ihr euch dort eintragen und dann erhaltet ihr eine E-Mail, und in dieser E-Mail werdet ihr dann Informationen vorfinden, wie das Ganze eben weitergeht. Ich mache mal eben hier auf. So, hier haben wir dann, hier habe ich jetzt die Mitteilung gekriegt, der Testhase hat sich eingetragen. Hervorragend von dem Testhasen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier auch schon die Mail haben. Die Mail ist noch, doch, die Mail ist hier unten hingegangen bestimmt. Nein, da ist auch nicht. Okay, dauert bestimmt noch einen Moment, bis GetResponse mir die Mail zusendet, weil ich habe eine Mail losgejagt, die ich dann gesendet bekomme. Und dann läuft das Ganze ganz hervorragend. Ich kann nur sagen, das ist wohl das absolut bahnbrechendste, was ihr je gesehen habt. Ihr könnt natürlich genauso gut Banner einbinden. Das heißt, ihr gebt einfach hier einen Namen ein, dann die Bild-URL und den Link, wo drauf es hin verlinken soll. Ihr könnt hier machen, was ihr möchtet. Das ist absolut gigantisch, das ist absolut einfach. Ich persönlich glaube, das ist absolut bahnbrechend. Dann haben wir unten noch More Options. Hier könnt ihr dann auch noch das ganze Video speichern. Das heißt, ihr braucht das also nicht neu machen. Und dann sagen wir einfach mal Test Video 1, damit wir das nachher wieder erkennen können. Eine Gruppe haben wir natürlich nicht. Wir kreieren auch noch eine Gruppe und sagen Test Video. So, das soll es gewesen sein für das erste Video. Wir saven das Ganze einmal ab. Damit ist das Ganze erledigt, und die nächsten Videos werden folgen. Hier oben steht jetzt, ich habe das Template so gespeichert, und dann haben wir eben hier wirklich alles, was wir brauchen. Wir können uns das Ganze natürlich auch
Das ist auch direkt für euch gehostet. Das heißt, kann man das auch in groß angucken, wenn ich da Spaß dran habe. Es gibt also nichts, was es nicht gibt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen stressfreien Tag. Und wenn ihr solche Videos auch produzieren wollt, dann jetzt eintragen. Bis die Tage. Tschüss.